Die ganze Zeit habe ich an dich gedacht und dachte, oh mein Gott. Die Arme, wenn sie das sieht. Wirklich, Stella ja. hat keinen blassen Schimmer, was da eigentlich abgeht. Und die hat ja eine ganz andere Realität, als wir ja. das haben. Ich bin auch so froh, dass ich dazu endlich was sagen kann, weil ich bekomme tausende Nachrichten auf Insta auch. Wie kannst du jemanden wie Martin weiterlassen? Hallo Freundin des guten Geschmacks. Ich bin Silvi und ich bin heute nicht alleine. Ich habe heute einen Special Guest hier an meiner Seite. Und zwar werden die meisten hier sie kennen. Ich Stella! Hoffe. Das ist crazy. Voll, ich bin voll happy, dass du da bist. Richtig ich schön. Ich freue mich auch sehr. Und ich sehe ja immer deine Reactions und war schon so, vielleicht sehe ich auch die Katzen heute, aber die sind einfach nicht da. Voll fies. Ja, richtig. Also erstmal richtig unbeliebt gemacht, weil Paul und Milo nicht da sind. Also ich kann die Enttäuschung verstehen. Ich bin auch sehr, ich wäre auch enttäuscht, sag ich dir ehrlich. Aber ich freue mich trotzdem, dass das geklappt hat. Ja, voll. Ja. Und ganz ehrlich, Stella, wir haben alle so viele Fragen an dich. Und ich bin sehr froh, dass wir jetzt exklusiv hier Antworten bekommen. Das ist auch so mein erstes Interview, nachdem ich die Finalfolge gesehen habe. Also ist alles komplett fresh und bin auch ein bisschen aufgeregt. Oh krass, aber das heißt, wann hast du die dann gesehen? Tatsächlich heute, ja. Nein. Ich sehe die ja auch immer erst mit den Zuschauern. Also wirklich? Ich bin heute extra früh aufgestanden, haben mir die noch schnell reingezogen. Und es war sehr emotional. Also ich habe auch richtig geheult. Okay, bevor du jetzt deine erste Impression vom Finale uns teilst, möchte ich dich ganz kurz nochmal vorstellen für die Leute, die vielleicht dich noch nicht so gut kennen, was ich jetzt bezweifle, aber so, du bist 27 Jahre jung, alt, wie auch immer, und du bist nicht nur die diesjährige Bachelorette, sondern auch die allererste B-Bachelorette in Deutschland, und das ist, finde ich, was sehr Besonderes. Finde ich auch. Und tatsächlich finde ich das eigentlich krass, dass wir 2024 haben und wir jetzt erst die erste B-Bachelorette haben, oder? Ja, voll. Also alle sagen ja auch immer so, ja, es gibt ja schon die queeren Formate, warum jetzt so ein klassisches Format wie die Bachelorette queer machen? Aber ich denke mir so, hä? Also, dass es jetzt erst passiert, ist eigentlich krass. Ich habe dich das allererste Mal tatsächlich bei Too Hot to Handle gesehen. Hast du es geschaut? Ich habe es geschaut. Geil. Ich habe sogar eine Folge kommentiert. Okay, das habe ich noch nicht gesehen. Ja, muss ich mir vielleicht mal anschauen. Weiß ich nicht. Mochtest du mich da nicht? Das würde ich jetzt so nicht sagen, weil ich kann dich ja nicht anhand einer Folge jetzt einschätzen. Klar. Aber ich fand generell die Staffel Too Hot to Handle war schon auf alle Fälle speziell, oder generell das Format war speziell, weil definitiv. Ihr alle, es war sehr so zugespitzt, ne? Also ihr habt die ganze Zeit alle gesagt, ich bin so horny, ihr seid alle so hot. Und für mich kam es ein bisschen so rüber, als müsstet ihr das vielleicht gerade auch so sagen. Also wir wissen ja auch so ein bisschen, worauf wir uns dann einlassen. Also ich war mir sehr, sehr sicher, dass es Too Hot to Handle ist. Man konnte sich nie 100% sicher sein, aber ich wusste ja so ein bisschen, okay, auch einfach anhand des Castings, was ist das für ein Format, was wollen die hier auch so ein bisschen von mir? Und ich bin ja ein sehr offener Mensch und ich würde sagen, damals war ich noch sagen wir mal naiver, dass ich einfach rausgehauen habe, was ich so dachte. Inzwischen bin ich da vielleicht ein bisschen reflektierter, aber ich war auch einfach offen und bin ja auch, was Sexualität angeht, einfach offen. Und die Sachen, die ich da gesagt habe, die wurden mir niemals vorgesagt. Also das kam schon so von mir und ich fand es halt funny. Ja, aber ich glaube schon, dass man natürlich Leute schon auch so ein bisschen lenken kann, indem man so Fragen stellt, ne? 100%. Und wenn du das noch nie so gemacht hast, dann glaube ich, bist du natürlich vielleicht auch, vor allem wenn du jung bist, dazu verleitet, Dinge zu sagen, die du vielleicht im Nachhinein nicht mal so sagen würdest. Ja, also wenn ich mir jetzt manchmal die Sachen anschaue, ich meine, der Dreh ist über 2,5 Jahre her, das ist auch eine Zeit. Ja, voll. Und da denke ich auch manchmal so, boah, hast du nicht gesagt? Und die nehmen natürlich auch dann gerade die Aussagen, die sehr gut passen. Also wir hatten da auch sehr viele tiefgründige Gespräche und das kam nicht halt rein. Gar nicht gezeigt. Es wurden die Aussagen gezeigt, die eben zu dem Format passen. So. Und ich finde, da hat man mich auch nicht wirklich so kennengelernt. Man hat da eine Story von mir gesehen, eine Love Story, aber jetzt nicht. Also ich glaube, man hat keine Informationen zu mir bekommen, was ich mache. Gar nicht, nee. Und ich fand auch, der Unterschied so zwischen Bachelorette jetzt und Too Hot to Handle war krass. Ja. Also du warst auf einmal gefühlt
eine ganz andere Person und da sieht man eins. Ja, ich finde schon. Okay. Weil bei Too Hot to Handle konnte ich dich gar nicht greifen als Person, weil du, wie du schon sagst, irgendwie gar keine Informationen über dich irgendwie preisgegeben wurden. Bei Bachelorette hat man dich viel besser kennengelernt. Ja, und du hast irgendwie eine ganz andere, weiß ich nicht, Facette auch von dir gezeigt. So. Das war natürlich auch so ein bisschen mein Wunsch, weil ich würde sagen, wenn ich jetzt Too Hot to Handle schaue, das bin schon definitiv auch ich. Natürlich die Stella vor 2,5 Jahren. Ja. Und ich kann verstehen, dass man mich aber nicht so ganz da kennenlernen konnte, dass es sehr oberflächlich war. Und natürlich dachte ich auch so, das ist jetzt nochmal eine Chance. Und Bachelorette ist natürlich auch nochmal was ganz anderes einfach. Total. Ja. Kommen wir also zu Bachelorette. Und zwar, weißt du, was ich mich direkt gefragt habe, als die erste Folge, beziehungsweise die zweite kam, wo die Frauen eingezogen sind. Warum? 5 Frauen, 15 Männer. Ja, ich dachte so, hä? Also, dass man es jetzt nicht vielleicht ganz halb-halb macht, okay. Ja. So genau bin ich jetzt auch nicht. Aber ich dachte so, das ist doch irgendwie wild. Dann auch so Männer, die nicht wussten, dass es eine queere Staffel wird oder eine bisexuelle Staffel. Also, wie war das für dich? Oder gab es da einen Hintergrund? Also ich sag ja immer, es kommt auf den Menschen an. Deswegen sollte man vielleicht auch nicht dann auf das Geschlecht achten, auch nicht auf die Verteilung, wenn ich sage, es kommt wirklich nur auf den Menschen an. Aber klar, rein statistisch war es dann wahrscheinlicher, dass es auch ein Mann wird, wenn es 1/4 Frauen und 3/4 Männer sind. Ja, die Dynamik hat das halt total geprägt, glaube ich. Ne? Also ich glaube, wenn es bis gar nicht mal so nur dein Interesse, sondern eher so die Dynamik im Haus. Stimmt. Und wie so dieses soziale Gefüge untereinander ist, das wurde total geprägt. Mhm. Vor allem, weil die Männer, glaube ich, halt ja aber auch gar nicht aware darüber waren, dass das so eine Staffel wird, also eine Queere. Und dann hat man natürlich irgendwie auch Männer da drin, die da vielleicht erstmal gar nicht so im ersten Moment vielleicht offen dafür sind? Hast du davon überhaupt irgendwas gemerkt? Nö, ich war tatsächlich immer sehr positiv überrascht, wie gut die sich verstanden haben. Also man sieht ja auch so häufig, wie ich sage, oh, die Stimmung ist so gut zwischen denen. Und jeder denkt so, wenn er sieht. Die Zuschauer denken genau das, aber also die KandidatInnen dachten, glaube ich, tatsächlich auch, ja, wir verstehen uns hier verhältnismäßig gut. Ich bin ja so eine gar nicht eine Dramamaus. Also wenn ich Reality schaue und da ist Drama, finde ich das nicht unbedingt schön, sondern ich finde es schöner, wenn man die harmonischen Momente sieht. Ich habe natürlich auch sofort gedacht, ja, das wird dann umso spannender. Ja, klar. Weil Männer und Frauen unter sich kann natürlich auch viel passieren, kann auch für mich dann verletzend sein. Ja. Also dafür ist, finde ich, relativ wenig passiert. Gar nichts gefühlt. Ja. Also Ferry und Emma war ja am Anfang mal Thema. Ja, ich glaube, das wurde auch sogar mehr aufgebauscht als Es war. Ja, also die haben sich ja nicht mal geküsst oder so. Also nee, aber da war ja schon ein kleiner Crush, ja, ne? Ja. Ja, oder so einfach ein bisschen flirty Vibe. Ja. Wie war das für dich so im Nachhinein, das zu sehen? Ich habe davon gar nichts mitbekommen. Ich wurde irgendwann mal gefragt, so im Interview, kannst du dir vorstellen, dass da zwischen irgendwem was läuft in der Villa? Ich so, nö, eigentlich nicht. Die sagen mir auch immer, dass sie Interesse an mir haben und ich freue mich dann natürlich darüber. Aber das war schon interessant, dann im Nachhinein das so zu erfahren. Haben die das nicht gesagt? Also, dass Ferry das im Nachhinein mal oder Emma? Ach so, im Nachhinein ja. Ja, okay. Ja, genau. Aber sehen ist dann natürlich nochmal was anderes. Ja. Aber ich wusste dann, okay, da war ein bisschen was. Aber ich fand das auch gar nicht schlimm. Also ich kann das voll verstehen. Wenn ich da in der Villa gewohnt hätte, wäre was ganz anderes gewesen. Also ich habe so einen Martin oder so insgesamt 6 Stunden oder sowas erlebt. Nein. Ja, das ist ganz das wenig ist ja Zeit. Wenig. Ganz wenig Zeit. Die meiste Zeit natürlich beim Übernachtungsdate und dann auch mal ohne Kameras. Das ist dann schon nochmal was anderes. Mhm. Aber sonst, also ich hätte mir gewünscht, dass ich einfach mal in der Villa auch chillen kann mit denen, um die ein bisschen besser kennenzulernen. Voll. Und damit die mich natürlich auch noch mal mehr greifen können, weil ich glaube, für die bin ich halt die Bachelorette, die auf dem Podest auch ein bisschen steht. Und glaube ich, nicht so easy in dem Rahmen dann die Menschen richtig, richtig kennenzulernen.
Voll, apropos Übernachtungsdate. Mhm. Es gab ja während der, also bis zum Finale gab es ja gar kein Übernachtungsdate. Mhm. Ja. Wolltest du das so oder war das so von das der Produktion angesetzt? Das wurde mir nicht als Option gegeben, sage ich mal. Also zum Beispiel, als bei Layla spekuliert wurde, als sie bei mir in der Villa war, ich habe auch nicht gefragt, ob ich das theoretisch machen könnte, aber... Mhm. Das wurde nicht mehr als Option gegeben. Weil dann hättest du vielleicht noch so ein bisschen mehr Zeit gehabt mit den einzelnen Leuten, ne? Ja, also hätte ich sehr schön gefunden. Insgesamt, also ich weiß nicht, wie es bei anderen Bachelor- und Bachelorette-Staffeln waren, hatte ich das Gefühl, es waren verhältnismäßig wenige Dates. Ja. Und es war sehr kurz. Also Zeit in Thailand war richtig kurz. So die Home-Dates, die haben sich extrem gezogen, weil ich bin ja durch ganz Deutschland und Österreich gedüst. Und das wurde in einer Folge verpackt. Ich hatte echt nicht so viel Zeit mit denen. Es gab ja auch insgesamt nur 7 Einzeldates oder so. Nicht viele, 6. ne? Also super wirklich nicht wenige. Viele. Aber meine erste Frage zum Beispiel bei Bachelorette war auch, darf ich wirklich alles entscheiden? Darf ich entscheiden, wer eine Rose bekommt? Und das wurde mir versichert. Und das war tatsächlich auch zu 100% so. Also irgendwann war ich auch mal so, ich kann mich gerade gar nicht so gut entscheiden. Was denkt ihr denn? Und dann haben die so gesagt, kannst du dich noch erinnern an den Moment, wo du gefragt hast, ob du das entscheiden darfst? So, jetzt darfst du auch entscheiden. Und wir geben dir keine Hilfestellung in der Hinsicht. Und welcher Moment war das, wo du dir unsicher warst? Tatsächlich in der Nacht, wo Markus rausgeflogen ist und Smith. Ich hatte so ein bisschen im Kopf, Markus hat jetzt gerade erst dieses Death Date mit Max überstanden. Mhm. Und dann dachte ich so, das ist jetzt eigentlich voll fies, wenn er in der nächsten Nacht der Rosen gehen muss. Das war ja die nächste Nacht. Und zwischen Musti und Markus habe ich da geschwankt. Ich bin aber sehr froh, dass Musti noch weiter da war. Auch für ihn, weil er einfach noch mal eine ganz andere Seite von sich zeigen konnte. Okay, Thema die Männer bei Bachelorette. Da sind wir eigentlich ja schon bei einem Punkt, den, glaube ich, viele Leute hier spannend finden. Mhm. Als die Frauen eingezogen sind, wie hast du das in der Villa wahrgenommen? Und wie hast du es wahrgenommen, als du es dann geschaut hast? Das ist finde ich, der Hauptpunkt hier, weil ich denke so, die ganze Zeit habe ich an dich gedacht und dachte, oh mein Gott. Die Arme, wenn sie das sieht. Wirklich, Stella hat keinen blassen Schimmer, was da eigentlich abgeht. Und die hat ja eine ganz andere Realität, als wir das haben. Ich bin auch so froh, dass ich dazu endlich was sagen kann, weil ich bekomme tausende Nachrichten auf Insta auch. Wie kannst du jemanden wie Martin weiterlassen? Und hoffentlich bekommt er nicht die letzte Rose und du siehst endlich, was der für ein Mensch ist. Und ich denke mir so, ja, ich will dazu was sagen, aber ich darf noch nicht, weil dann hätte ich ja auch spoilern können. Ja, voll. Je nachdem, was ich dazu sage. Und für mich war das ganz krass. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich so eine andere Wahrnehmung habe. Und die haben das komplett fern von mir gehalten. Also, boah, das finde ich so heftig, ehrlich gesagt. Ja, und ich muss sagen, also Martin und ich hatten besonders am Anfang schon so ein Vibe. Und hat man auch gesehen. Ja, weil viele sagen, man hat es nicht ganz so gesehen, dass man die körperliche Anziehung vielleicht gesehen hat, genau, aber nicht das so, dass man... Ja. Das war der Vibe, den ich gesehen habe. Ja, man fragt sich dann halt so, boah, der hat so ganz andere Ansichten als Stella, weil die Zuschauer ja auch hören, was er in den Interviews sagt. Und bei mir hat er sich wirklich komplett zurückgehalten, auch viel offener gezeigt, als der Zuschauer es wahrnimmt. Und wir hatten auch ganz viele Themen, wo wir wirklich gebondet haben. Die wurden dann auch nicht so gezeigt, damit der Zuschauer natürlich auch versteht, warum er es nicht wird oder so. Aber manchmal dachte ich mir so, schade, dass die Zuschauer jetzt nicht verstehen, warum wir uns gerade auch ganz gut verstehen. Also sowieso nach einer Zeit habe ich auch so gemerkt, die Gespräche geben mir jetzt nicht so viel. Ich glaube, Annika hatte auch sehr lustig ein Interview mal zusammengeschnitten, wo er ganz viel genau sagt. Das war, ja, genau. Genau. Es gibt auch so einen Song auf TikTok und ich meinte, ich muss immer an diesen Song denken, diesen Genau-Typen. Ja. Also mir ist das sofort aufgefallen und da war ich irgendwann schon so, also so, wenn wir miteinander sprechen, gibt mir halt nicht so viel. Und diese Zweifel, die wurden auch
wenig reingeschnitten, fand ich auch interessant. Mhm. Auch bei dem Treffen mit meiner Mama habe ich sofort gesagt, achte mal drauf, wir können mal mitzählen, wie häufig er genau sagt. Also wirklich voll fies, aber ich fand es halt... Wieso wird uns das vorenthalten, ja, Mann? Ja, das wäre voll lustig. Naja, also da habe ich schon irgendwann gemerkt, okay, das wäre jetzt nicht jemand, mit dem ich eine spannende Zukunft aufbauen kann, auch wenn ich mir es gewünscht hätte, weil es gab sehr viele Dinge, wo ich dachte, da matcht das einfach. Er wohnt in der Nähe. Mm. Wir waren letztes Jahr auch auf denselben Festivals, gehen so zu denselben Orten. Klar, Sport ist auch ein Thema, auch wenn das immer so ins Lächerliche gezogen wird, aber es macht mir halt sehr viel Spaß, mein Leben mit einer Person zu teilen. Und wenn man da dieselben Leidenschaften hat, ist halt einfach was Schönes. Voll. Ja, aber er hat sich sehr anders bei mir präsentiert als bei den Zuschauern und auch in der Gruppe. Und das hat mich auch schon verletzt, muss ich sagen, als ich das gesehen habe. Also einmal habe ich mit meinen Freunden die neue Folge geschaut. Das war das, wo ich dieses Einzeldate dann mit ihm in der Badewanne hatte. Und ich meinte so, Leute, ich gehe aus dem Zimmer. Ihr könnt euch das gerne anschauen. Aber ich kann mir das gerade nicht geben, dass ich ihm da auch so cute Sachen sage. Mhm. Und ich denke mir so, hä, nee, ich fühle das gerade gar nicht mehr. Und ich war auch sehr froh, als ich mich dann für Ferry entschieden habe und Martin nicht ins Finale kam, weil, ja, nee. Ja, also dass du jetzt so klare Worte findest, finde ich sehr spannend. Das hätte ich fast gar nicht gedacht. Aber ja, also das war ja wirklich auch krass. Und ich dachte mir jedes Mal, oh Gott, stell dir vor, Stella hat Martin gewählt und sitzt jetzt da und guckt diese Folgen. Oh mein Gott, stell dir das mal vor, das wäre hammerhart gewesen. Ja, total. Also danach ist auch noch mal so schon einiges passiert, so dass ich dachte, okay, ich nehme den gerade schon ganz anders wahr. Mhm. Man hört auch viel. Also ich bin immer ein Fan davon, wenn man eher einen Menschen so kennenlernt. Aber man hört einfach viel, wo ich mir denke, okay, da stimmt was nicht mit diesem Typen. Und dann kommt noch dazu, dass ich manchmal denke, ich weiß ja, wie es ist, wenn man Hate bekommt. Und dann bin ich da schon auch mitfühlend und empathisch und denke mir so, das ist jetzt auch nicht ganz fair. Also, ja, weiß ich nicht. So ist schwierig, glaube ich, Kritik so zu formulieren, dass sich jemand nicht angegriffen fühlt. Und besonders er ist, glaube ich, so ein Mann, der damit nicht gut umgehen kann. Und eigentlich wäre so ein Appell an ihn ganz schön, dass er seine Worte einfach reflektiert. Aber ich glaube, die Kritik, die er jetzt so bekommen hat, regt eher dazu an, dass er noch krasser diese Abwehrhaltung einnimmt und noch mehr sagt, boah, Frauen sind oder Feminismus ist scheiße und Queerness ist scheiße und sowas. Also schwierig, glaube ich, da einen guten Weg zu finden. Ich kann ja mal von meiner Warte aus erzählen, ich will den gar nicht überzeugen. Wenn du so ein Verhalten zeigst, was halt Frauen abwertet, sie auch teilweise entmenschlicht, also was zum Beispiel gegenüber Luna gesagt wurde und so, das fand ich halt richtig krass und das danach nicht mal irgendwie so eine Reflexion einsetzt, das ist für mich vergeudete Mühe, da irgendwie mir nochmal Mühe zu geben. Und das ist auch nicht mein Job. Mhm. Und auch finde ich nicht dein Job. Es gibt Männer, die sind offen. Und ich finde, da ist es total sinnvoll, auch Energie reinzustecken. Mhm. Aber wenn jemand schon so von vornherein so dicht macht, ist das, glaube ich, einfach total schwierig, da auch so Energie reinzustecken. Und dann am Ende beißt du nur auf Granit und hast da irgendwie ganz viel Energie verschwendet. Also ich glaube, gerade auch dieses Drama mit Luna. Luna ist halt so wirklich komplett das Gegenteil von Martin. Und dann genau davon hat er sich noch mal mehr angegriffen gefühlt. Also ja, ganz, ganz kleines Männerego. Und tatsächlich wurde mir zugetragen, zum Beispiel von Layla auch, dass in der Gruppe so kommuniziert wurde, dass Martin tatsächlich freiwillig gegangen ist. Und dann habe ich ihn darauf auch direkt mal angesprochen und meinte so, ja, das kam bei den anderen so an. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass er das extra so formuliert hat, dass es nicht hundertprozentig von ihm so gesagt wurde, aber dass es bei anderen eben so ankommt, weil er da einfach in seinem Ego komplett verletzt war. Mhm. Und er meinte zu mir dann so, nee, hätte er nie kommuniziert, wenn das so bei den anderen falsch ankäme, dann wäre das nicht sein Problem. Also auch so ganz viele Nachrichten, wo ich so dachte, boah, ja, da merkt man jetzt erstmal, wie er tickt. Und ja, also ich bin eigentlich immer sehr diplomatisch, will ihn aber auch nicht in Schutz nehmen, aber denke mir so, es ist auch nicht einfach für ihn.
Ja, ja, natürlich, ja, hat er ja auch mehrmals gesagt, dass es nicht so einfach für ihn ist. Ich habe ihn mal gefragt, wie es ihm damit geht, und da hat er auch wieder Abwehrhaltung und meinte so, ja, er bekommt auch ganz viele Kommentare, dass er der einzige Normale sei und dass es ihm gar nichts ausmacht. Aber das kann ich mir fast nicht vorstellen, ich weiß es nicht genau. Aber ich denke mir so, mir würde es richtig scheiße gehen, und es kommt noch dazu, dass natürlich Schnitt auch viel macht. Alleine Musik macht super viel. Ich glaube, auch in der Villa haben das ja alle nicht ganz so krass empfunden, wie der Zuschauer es empfindet. Also klar, die hören auch nicht die Interviews, aber ich glaube, der Schnitt, der kann schon noch mal absolut das krasser machen. Ja, voll. Deswegen finde ich es teilweise ein bisschen unfair, da so richtig zu haten. Und natürlich, diese Dynamik im Internet ist eh manchmal echt, echt nicht so, nicht so nice und auch kann auch sehr toxisch werden. Ich glaube, das kennst du ja am besten. Ich meine, als du verkündet wurdest als erste B-Bachelorette, habe ich direkt gesehen, wie die Queerfeindlichkeit in den Kommentaren losging. Fand ich auch verrückt. Hätte ich tatsächlich nicht so mit gerechnet, weil wir sind ja auch einfach in einer Bubble, ne? Und da vergisst man dann, dass es auch intolerante Menschen in der Hinsicht gibt. Also ich war echt überrascht und dachte mir so, krass, dass jemand noch so einen Kommentar schreiben kann wie, boah, ja, queerfeindlich einfach. Ja, voll. Auch, dass man, also ich habe so Kommentare gesehen wie, ja, wie können die Männer die dann noch ernst nehmen, wenn die dann auch mit Frauen Dates hat und so. Und ich denke so, hä? Das ist also Bifeindlichkeit kommt ja immer so von beiden Seiten. Also von Heteros, aber leider auch in der queeren Community. Und wir haben ja immer so das Problem irgendwie, dass Leute unsere Sexualität nicht ernst nehmen. Ja. Und ich glaube auch bei dir, also dir wurde das oft auch abgesprochen, dass du eigentlich wirklich bisexuell bist. Ja. Und ich finde, das geht einfach gar nicht. Also dass man, wie willst du denn wissen, ob wie jemand fühlt? Also wie soll das denn gehen? Und ich glaube halt auch, dass da bei der Bachelorette jetzt das halt total rausgekommen ist, wie eigentlich Leute zu bisexuellen Menschen stehen. Ja, also es war dadurch definitiv notwendig, dass wir mal so eine Staffel haben. Und ich habe das aber auch schon erlebt, als ich das erste Mal mit einer Frau zusammen war und wir das ja auch öffentlich geteilt haben. Und da war ich auch schon überrascht, wie viele so gesagt haben, das ist sowieso nur Fake. Also, dass die Leute das ernst nehmen, ist schwierig irgendwie. Also die denken dann, besonders wenn man eine sehr feminine Frau ist, so, die kann doch nicht auf andere Frauen stehen. Die braucht doch einen Mann an ihrer Seite. So. Und das ist totaler Quatsch. Tatsächlich passiert das häufiger, dass das irgendwie nicht so ernst genommen wird. Und so, wenn Frauen mit Frauen rummachen, wird das ja sehr häufig auch noch sexualisiert. Ja. Zum Beispiel, als Emma und Arco sich geküsst haben, da bei der Nacht der Rosen an der Pole-Dance-Stange, war ich ja erstmal so, ja, passt voll, ich weiß, die sind gut befreundet, das bedeutet jetzt auch nichts. Aber im nächsten Moment habe ich dann so ein bisschen drüber nachgedacht und auch nochmal mit den beiden drüber gesprochen. Das wurde tatsächlich leider nicht gezeigt, aber ich habe mir da schon Gedanken gemacht, warum die das jetzt gemacht haben, was waren die Intentionen, weil so ein Kuss wird häufig sexualisiert und gerade deswegen wird es begünstigt, dass Frauen, die mit Frauen rummachen, nicht ernst genommen werden. Und das finde ich total schade. Voll. Ja. Also ich glaube, also fand ich spannend, weil ich genau in der Reaktion dasselbe gedacht habe wie du. Und ich habe an deinem Blick vermeintlich gesehen, also ich habe es zumindest interpretiert, dass du erst so irritiert warst. Also, ja, dass ich wusste nicht, was ich denken sollte, so ganz in dem Moment, weil eigentlich ist es ja nicht schlimm. Die haben trotzdem Interesse an mir, war mir bewusst. Aber ja, ich fand es dann nicht ganz so gut. Aber die haben dann auch gesagt, sie haben sich da keine Gedanken drüber gemacht und hatten einfach ihren Spaß. Aber solche Aktionen führen eben dazu, dass vielleicht auch Kuss zwischen Frau und Frau nicht so ernst genommen wird. Und das ist schade. Voll, weil es so ein bisschen halt for the attention ist und nicht, also um quasi etwas zu erreichen deswegen. Und deswegen ist das irgendwie nicht dann nur ein Kuss, sondern hat so einen Zweck für was. Und das ist, glaube ich, was, was dann so die Ernsthaftigkeit nimmt. Ja. Und da haben wir auf alle Fälle auch voll die Probleme. Also immer, wenn eine Frau mit einer Frau zusammen ist, wird so gewartet, dass sie mit einem Mann zusammen ist.
Und wenn ein Mann bi ist und mit einer Frau zusammen ist, wird so darauf gewartet, dass er schwul. Ja, dass er auch mit einem Mann endet. Also es ist verrückt. Doch klar, dass wir alle am Ende nur auf Männer stehen. Ja. Aber apropos Küsse, Stella. Mhm. Was waren denn deine Top 3 Küsse in der Show? Oh, da rede ich gerne drüber. Also der erste Kuss war ja mit Devin. Und ich muss sagen, der hat sich super angefühlt. Und das war wirklich so, dass ich dachte, seit langem hat es nicht mehr so sich angefühlt. Dann würde ich sagen, Ferry als nächstes. Da war welcher? Der Theaterkuss, oder? Das war kein Kuss, der Theaterkuss. Da war ich selbst so, ich habe es irgendwie in dem Moment nicht erwartet so ganz. Ja. Und das sieht man auch auf dem Foto, was da entstanden ist. Das sieht einfach nur weird aus, weil er gibt mir so einen Schmatzer und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Also für mich war das kein Kuss. Aber dann der, wo wir in der Villa uns kurz zurückgezogen haben, als er mir von seiner Jugend und Kindheit erzählt hat. Der war sehr, sehr schön schon und wurde dann immer noch so feuriger, sage ich mal. Das fand ich schon auch gut. Bei Devin war es so ein bisschen mehr gefühlvoll. Ja. Ansonsten, also der erste Kuss mit Martin, der sah vielleicht ganz leidenschaftlich aus, aber ich dachte so, boah, der isst mich hier gerade auf. Also da war ich so, okay, der hat da wohl lange drauf gewartet. Mhm. Der wurde dann aber auch, also die Küsse zwischen ihm wurden schon immer besser und waren auch nicht schlecht. Also mit Layla würde ich sagen, leider, also in Layla hatte ich ja viel Hoffnung von Anfang an. Ich auch, Leute. Ja, ich glaube, wir hätten uns das alle sehr gewünscht. Ich muss auch sagen, ich habe ihr sehr wenige Dates gegeben, aber auch, weil ich am Anfang so wusste, okay, ich mag sie sowieso, ich muss ihr nicht so viel Zeit geben, aber danach dachte ich echt so, boah, jetzt geht's schon wieder zurück. Ich wusste ja auch nicht, wie der Zeitplan so aussieht. Also ich hatte erwartet, dass wir sehr viel mehr Zeit in Thailand haben. Der erste Kuss ist ja auch echt spät passiert, würde ich sagen. Ja, doch. Ja, und dann habe ich so am Ende richtig zugelegt, weil da wusste ich dann halt, okay, es sind nur noch hier 2 Tage, dann ist nochmal eine Nacht der Rosen und dann geht's schon in die Homedates. Und dann war ich so, okay, ich will schon nochmal testen, wie die hier alle küssen. Ja, und richtig. Da habe ich dann richtig Gas gegeben, aber mir war halt nicht bewusst, dass ich so wenig Zeit hatte. Und mit Layla hatte ich ja nur das Date auf dem Partyboot. Dann das im Lost Place und da anschließend das Einzeldate. Ja. Das war super wenig. Ich habe auch ein Interview mit ihr gehört, wo sie sagt, das lag, glaube ich, nicht an der Zeit. Ich habe mir immer so gesagt, es lag, glaube ich, ein bisschen an der Zeit. Aber ob es am Ende was geändert hätte, weiß ich nicht. Aber so bei dem Kuss war ich, glaube ich, schon ein bisschen angespannt, weil es auch eine Frau ist, irgendwie für mich noch mal was anderes tatsächlich. Habe ich nicht so viel Erfahrung. Und ich wollte einfach, dass es so gut wie möglich wird. Und da war ich, glaube ich, ein bisschen zu angespannt. So. Ja, das war tatsächlich mein Top-1-Kuss. Echt? Ja, ich fand, das sah irgendwie so wunderschön aus. You know. Ja. Ist aber ja auch eine wunderschöne Frau und ja. Ja, ihr beide, ne? Also ich fand, das war einfach voll, es war einfach so, ich fand das sehr sinnlich. Und Devin fand ich auch so total einfühlsam und schön. Das waren so meine Top 2. Okay. Aber interessant, dass du jetzt auch so sagst, dass es mit einer Frau für dich dann nochmal anders ist und auch so neu, weil du noch nicht so viel Erfahrung mit Frauen hattest. Wie ist das bei dir? Hast du da Unterschiede? Ich finde schon, dass, also man kann das, finde ich, nicht verallgemeinern natürlich, aber ich habe schon das Gefühl, also ich persönlich hatte noch nie einen schlechten Kurs mit einer Frau. Okay, krass. Noch nie, krass. Weil irgendwie bisher, also man kann das natürlich jetzt nicht sagen, dass alle Frauen super küssen, das ist ja auch immer eine Dynamik. Also ob du jetzt mit der Person harmonierst. Ich sage immer, es gibt keine schlechten KüsserInnen. Es gibt nur Leute, die einfach nicht mit dir kussmatchen vielleicht. Ja, ja, definitiv. Vielleicht ist das auch Quatsch. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich glaube, mit einer Frau hatte ich noch nie einen schlechten Kuss. Deswegen, es war immer so sehr
gefühlvoll, ja. Einfühlsam. Und ich finde, manche Männer haben halt einfach immer so das Zungengame nicht drauf und kommen dann immer mit ihrem Waschlappen hin und her und du denkst so, stop it please. Ja, das stimmt. So einen richtig schlechten Kuss hatte ich auch noch nicht mit einer Frau. Aber ich habe ja sehr lange nur Männer gedatet. Ja. Und dachte auch, zum Beispiel während Too Hot to Handle, dass ich mir eine Beziehung nur mit einem Mann vorstellen könnte. Weil man ja auch so sozialisiert wird. Weißt du, wie viele das sagen? So, ja, ich mache gerne mit Frauen rum und so, aber eine Beziehung könnte ich mir niemals vorstellen mit einer Frau. Wenn das jetzt eine Frau zu mir sagt, sage ich immer so, ja, war bei mir auch mal so, bis ich mich mal verliebt habe in eine Frau. Und dann so dachte, nee, also in dem Moment, wenn man dann verliebt ist, kann man sich nichts Schöneres vorstellen, als eine Beziehung auch mit einer Frau zu führen. Ja, und trotzdem ist es bei mir so, ich hatte auch erst nur mit Anna Sex alleine, sage ich mal. Und deswegen bin ich da super aufgeregt und nicht so in der Comfortzone, was es natürlich auch sehr spannend macht. Aber da merke ich trotzdem so, das ist dann nicht so locker und ich mache das dann auch nicht so gut. Also ich glaube, Männer können sich einfach schneller in mich verlieben, weil ich da irgendwie mir nicht so Sorgen mache und einfach so. Ah, du meinst, dass du ein bisschen freier bist dann einfach? Ja, und so alles irgendwie entspannter ist und ich wirklich ich selbst bin und ja. Das ist spannend, dass du das so, also bei dir so wahrnimmst, weil ich glaube, damit können sich viele bisexuelle Frauen identifizieren, so dass man so gerne Frauen daten will, aber sich nicht traut, weil man so viel Respekt hat vor Frauen, also nicht, dass man vor Männern keinen Respekt hätte, aber das ist man eben das schon so gewohnt durch die Sozialisierung, wie du es schon so schön gesagt hast. Und dass das halt irgendwie noch so was Neues ist, man will nichts falsch machen und auch gleichzeitig fühlt man sich so nochmal anders verbunden vielleicht. So. Ja. Und ich kann das total nachvollziehen, aber also je nachdem, wie das jetzt ausgegangen ist, kann ich dich da auf alle Fälle ermutigen, weil ich glaube, es geht ja nicht so darum, irgendwie eine Performance, würde ich sagen, abzuliefern. Und safe nicht. Ich glaube, dass man da nochmal auf eine ganz andere Ebene kommen kann. Mhm. Auch, also nicht nur mit Frauen, aber vor allem habe ich das einfach gemerkt, als ich mit Frauen auch mal intim wurde, dass das eine ganz andere Hausnummer war teilweise, als ich das je mit Männern erlebt habe. Kann man auch nicht für alle adaptieren. Ne? Also es gibt auch Männer, mit denen ich total intim werden konnte und das nicht so eine, weiß ich nicht, oberflächliche Nummer war. Aber ich habe schon das Gefühl, weiß ich nicht, könnt ihr auch nochmal in die Kommentare schreiben. Wir haben viele queere Leute hier auch in der Community. Wie ihr das wahrgenommen habt, vielleicht auch Bi-Leute, die auch so vielleicht schon einen Vergleich hatten. Man kann es nicht verallgemeinern, aber ich glaube schon, dass es auf alle Fälle natürlich anders ist. Ja, voll. Ja. Kommen wir nochmal zurück auf deine Gefühlslage während der Show und dann bei der Ausstrahlung. Du hast vorhin gesagt, ey, dir hat gar keiner Bescheid gesagt, was da eigentlich abgeht. Wäre deine Entscheidung anders verlaufen, hättest du es gewusst? Definitiv. Also hätte ich die ganze Zeit beobachten können, was so in der Villa abgeht, glaube ich definitiv. Aber ich glaube, die Finalentscheidung hätte sich nicht geändert. Also zum Beispiel auch für Ferry habe ich weiterhin einen Softspot. Und ja, er sagt da viele Dinge, die leider auch nicht so okay sind. Aber ich glaube, er war da auch einfach so, man ist da in einer Bubble. Man verbringt da einfach Zeit mit den Menschen, die auch da sind. Und man passt sich dann vielleicht an. Und ich glaube, auch in der Gruppe war Martin zum Beispiel schon so eine, weiß nicht, eine Bezugsperson auch. Also selbst als Devin auswählen durfte, wen er mit zum Einkaufen nimmt, hat er ja sofort Martin genommen. Also da versteht man vielleicht dann so ein bisschen, wie er auch in der Gruppe ankam. Also die Zuschauer nehmen das wirklich nochmal ganz anders wahr als auch die anderen Leute in der Villa. Auch bei dem Gespräch, als ich gefragt habe, ich habe gehört, da war ein bisschen Drama mit Luna. Wer war da denn involviert? Kann mir das jemand nochmal erklären? Da hat sich Martin ja
gar nicht zu Wort gemeldet. Und das fand ich krass, das nochmal zu sehen. Aber ich denke mir auch, warum hat eigentlich niemand von den anderen so gesagt, du, Martin, willst du nicht was dazu sagen? Weil du warst doch eigentlich so der, der das am meisten mitbekommen hat oder der Initiator. Das ist ja nicht in die Pfanne hauen, würde ich sagen. Nein. Also ich finde, das ist voll fair, wenn man das so sagt. Man muss ja nicht sagen, Martin war's, sondern man kann ja sagen, Martin, willst du nicht was dazu sagen? Du warst doch der, der hier involviert war. Und das hat niemand gemacht. Und ich glaube, das lag auch daran, dass die das auch nicht ganz so wahrgenommen haben einfach. Meinst du? Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sich keiner getraut hat. Weiß ich nicht. Also ja, das kann auch sein. Zum Beispiel ein Ferry. Ich glaube, er hat sich ja erstmal mit den Mädels super gut verstanden. Dann ging das so ein bisschen auseinander. Er ist natürlich auch nicht eine super einfache Person, muss man auch dazu sagen. Aber dann hat er sich so an Martin orientiert. Und ich glaube, in so einer Villa entsteht so eine ganz komische Dynamik, dass man ja natürlich da auch sich mit den anderen gut verstehen möchte und dann auch Dinge vielleicht macht, die man sonst nicht machen würde und vielleicht auch beim Selbstwertgefühl ein bisschen Einbußen hat und dann ja sich irgendwie an Menschen orientiert, mit denen man sonst nicht unbedingt klarkommen würde. Ja. Also das ist ganz komisch, glaube ich. Und das darf man als Zuschauer natürlich auch nicht vergessen. Voll. Aber dazu möchte ich kurz zwei Sachen sagen. Mhm. Und zwar, ich hoffe, das ist okay, dass wir so ein Gespräch eher führen. Unbedingt. Weil ich finde das, also guck, Luna war ja völlig außer sich, als sie gegangen ist. Mhm. So, also die war ja voll aufgelöst. Also auch als sie dann auch nochmal am Ende in die Kamera gesprochen hat. Mhm. Und auch Musti hat ja auch gesagt, komm, lass uns jetzt reden. Also, dass da einfach, und auch Leila hat ja versucht, die Wogen so zu glätten. Mhm. Also, dass da auf alle Fälle richtig viel off war, war ja irgendwie klar. Und es hat sehr viel Drama ausgelöst. Also, dass das Drama da war, hatte ich das Gefühl, war klar. Mhm. Und für mich ist es eher so, fast schon Indiz dafür, streich das fast, für mich ist ein Indiz dafür, dass da eben so diese Dynamik entstanden ist, weil Martin so ein bisschen derjenige war, nachdem man sich orientiert hat und dass er so ein bisschen bestimmt hat, was jetzt so Sache ist. Weil man vielleicht, also keine Ahnung, wenn so ein großer Typ vor mir steht und mich anschreit, ich hätte vielleicht auch Angst bekommen. Ja. Unterbewusst, weiß ich nicht. Und da dachte ich so, bei Devin hat mich das auch gewundert, dass er den zum Beispiel mitgenommen hat und nicht Jan oder so. Ja. Aber da dachte ich mir so, vielleicht will Devin auch so ein bisschen so was Positives zur Gruppendynamik beitragen, weil warum sollte er nicht seinen Bestie dort mitnehmen? Also Jan war ja mit Abstand sein Bestie, hatte ich das Gefühl. Ja. Und das ist natürlich mega spannend, dass man so unterschiedlich sehen kann. Aber ich habe Martin auf alle Fälle eher so wahrgenommen, als würde der so einen Druck auch auslösen auf alle, weil er so, weiß ich nicht, auch finde ich oftmals so eine Energie reingebracht hat, die halt auch so war, ja, das ist nicht männlich und das schon. Und ich weiß ja auch nicht, inwieweit die, was er da geteilt hat und was er nur im Interview gesagt hat. Mhm. Aber für mich kam zum Beispiel die Wendung von Ferry völlig unerwartet. Mhm. Also dieses komplett 180-Grad-Wende. Und ich finde es schön, dass du so einen Softspot auf ihn hast. Den hatte ich. Ja, den hatte ich auf alle Fälle auch. Ja. Bis, so ein paar Videos aufgetaucht sind. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Diese Podcast-Sequenzen. Ich hatte das gesehen, wo er so sagt, 19 bis 25 sind Frauen okay, darüber bah. Und dann wurde so eingeblendet, ich bin 27. Das hatte ich auf TikTok gesehen. Meinst du das? Also das auch? Ja, also ich kenne ja Ferry ganz, ganz gut, aber auch nicht richtig gut, weil man lernt sich da einfach auf eine andere Art und Weise kennen und ich habe von ihm jetzt noch nicht so viel miterlebt, sondern nur das, was er mir natürlich auch mit mir teilt. Keine Ahnung. Du kannst wahrscheinlich nicht so viel dazu sagen. Ich kann dazu nichts sagen. Okay. Ja. Kommen wir eigentlich zur fast spannendsten Frage. Und auch zum positiven, finde ich, Ausgang. Also ich habe mich sehr gefreut über das Ende. Und zwar ist Devin ja derjenige, der die letzte Rose bekommen hat. Ja. Und lass uns, bevor du uns jetzt sagst, das ist ja jetzt eh schon draußen, aber vielleicht haben es Leute noch nicht gesehen, ob ihr jetzt noch zusammen seid oder nicht. Was war an Devin so besonders, dass du ihn so direkt
gut fandest. Also bei ihm war es auch wirklich so, dass ich ihn direkt gut fand. Ich fand den super cute. Ja. Ich finde auch, also mein Typ ist es. Ich finde, er sieht gut aus. Und ich mochte einfach seinen Charakter auch sehr. Er hat sowohl diese sehr lockere, lustige Art, als auch so eine tiefgründige Art. Also von ihm habe ich mich eigentlich immer sofort verstanden gefühlt, dass ich mit ihm über alles reden kann. Und auch, wenn ich mal so Themen angesprochen habe, wie zum Beispiel Dreier oder offene Beziehung oder sowas, das wird teilweise so ein bisschen lustig geschnitten. Und er sagt dann auch immer bodenlos, was die da für Interview-Ausschnitte eingeblendet haben. Also natürlich ist es super lustig und unterhaltsam, aber mir kam er tatsächlich da, auch wenn er selbst vielleicht noch nicht so viel ausprobiert hat, sehr offen vor. Sagen jetzt ja auch viele so, boah, Stella ist so offen für Devin. Devin sucht eher nach was Klassischerem auch. Aber so kam es mir zum Beispiel gar nicht vor, sondern auch in der ersten Nacht der Rosen, wo ich gesagt habe, hier Thema offene Beziehung, wir besprechen das jetzt mal. Ich habe gehört, dass ihr euch darüber ausgetauscht habt, aber nur zum Verständnis für mich gibt es da kein richtig oder falsch. Es kommt auf den Menschen an, mit dem ich eine Beziehung führe. Ich kann mir sowohl eine monogame Beziehung vorstellen, als auch eine offene Beziehung. Poly schließe ich ja sogar aus momentan und damals auch, weil die Erfahrung mit Anna, die ich gemacht habe, habe ich gemerkt, das ist nicht ganz so meins. Finde ich auch immer interessant, wie die Leute sich da aufhängen, weil ich sage, ich bin offen, was das Beziehungsmodell angeht. Aber für mich ist, heißt das, dass ich trotzdem eine monogame Beziehung führen kann. Und da hat er mir sofort Verständnis auch entgegengebracht. Stimmt, ja. Ja, und irgendwie war das immer sehr, sehr schön einfach mit ihm so. Und ich glaube, ich hatte schnell so einen kleinen Crush, was vielleicht dann auch teilweise so rosarote Brille, ne? Man projiziert dann vielleicht noch mehr Wünsche in eine Person auch rein. Aber für mich war er auf jeden Fall immer sehr weit oben. Und Ferry zum Beispiel hat mich eher dann überrascht. Und, magst du es uns sagen? Also, wir waren schon sehr verliebt so und haben uns auch sehr gewünscht, dass das funktioniert. Und wir hatten auch eine sehr, sehr schöne Zeit direkt danach. Immer wenn ich so mit ihm telefoniert habe und wir haben sehr viel telefoniert und uns auch häufig besucht, ist ja nicht so easy, weil es war ja auch schon veröffentlicht, dass ich die Bachelorette bin und da muss man sich natürlich sehr, sehr, sehr verstecken. Ist eigentlich wie eine Quarantäne. Und alle sagen auch immer so, wenn ihr das übersteht, dann passt es auch wirklich. Aber es ist trotzdem echt nicht easy. Naja, immer wenn das so jemand mitbekommen hat, waren alle so, oh Stella, du bist so verliebt. Und das war ich auch wirklich. Und nach so, würde sagen, 2 Monaten haben wir dann aber so, als ich ihn mal wieder besucht habe, gedacht, okay, irgendwie ist der Vibe gerade nicht mehr ganz so, wie wir es uns wünschen würden. Ich glaube, mir sind auch so ein paar Sachen aufgefallen, die ich davor ignoriert habe, sei es jetzt Rauchen, also all diese Zweifel, die natürlich schon aufkamen, auch so was gesunder Lebensstil angeht, da bin ich ja schon, das ist einfach voll meins und irgendwie dachte ich, er hat das auch drin, aber habe ich dann gemerkt, nicht ganz so, ne? Und ich habe das auch sehr auf mich dann bezogen, gerade das Rauchen. Ich dachte so, ich bin ihm jetzt nicht wichtig genug und er bemüht sich dann nicht mehr so. Am Anfang hat er sich nämlich sehr bemüht und hat dann auch mal, bevor wir uns gesehen haben, 2 Tage nicht geraucht. Und da dachte ich dann so, okay, er bemüht sich wenigstens und das ist auch nicht so easy, mit einer Sucht aufzuhören. Also ich kann das auch leider nicht nachvollziehen, weil ich noch nie geraucht habe und sowas noch nicht erlebt habe. Aber mir wurde dann auch so häufig gesagt von Leuten, ja, mein Freund hat auch mal geraucht und er hat für mich aufgehört von einem auf den anderen Tag oder irgendwie sowas. Meine Mama hat auch mal geraucht, bevor sie meinen Papa kennengelernt hat und hat mir dann erzählt, wie sie aufgehört hat. Und es hat mich irgendwie ein bisschen verletzt, dass das nicht von Devin kam. Ja. Und dann dachte ich so, okay, ihm ist das halt nicht wichtig genug, was aber auch ein bisschen Quatsch, glaube ich, ist, weil es ist halt eine Sucht. Ja. Und ich wollte ihn dann auch nicht so dazu drängen, aber es war schon häufig Thema, weil es mich halt einfach beschäftigt hat. So Sachen. Und ich glaube auch, dass er so, dass das schon auch ein bisschen auf Gegenseitigkeit beruht hat, dass er dann zum Beispiel mal so dachte, okay, Stella passt
mit den Ansichten nicht ganz so zu mir, sei es nochmal das offene Thema. Mhm. Also ich habe dann zum Beispiel mal so gesagt, du, wir sehen uns ja jetzt nicht täglich und wenn ich jetzt so gerade mal feiern gehe, dann ist da schon das Bedürfnis da und dann meinte er auch so, ja, mach einfach und dann reden wir mal drüber. Also fand ich auch gut, aber es ist dann tatsächlich nie passiert, weil für mich ist, glaube ich, auch häufig so, ich könnte und dann brauche ich es auch gar nicht. Also ich war ja sehr verliebt. Aber ich glaube, das war für ihn schon jetzt nochmal sowas, wo er dachte, okay, passt vielleicht doch nicht ganz so gut. Ich habe mich mit Ferry einmal getroffen, freundschaftlich. Ich habe mich mit ein paar getroffen, einfach weil man sich austauschen möchte. Auch mit Aisun zum Beispiel direkt dann, weil es war so unser Promise. als sie gegangen ist, meinte ich auch so, bitte, bitte, lass uns einfach so mal was machen. Und das war auch nicht alleine mit Ferry. Das war auch, also ich glaube, wenn viele jetzt hören, Stella hat sich mit Ferry getroffen, sind sie dann sofort so, oh, vielleicht ist Stella fremdgegangen, der arme Devin. Aber nein, wirklich nicht. Das war mit meinen Mädels auch. Für so 2 Stunden haben wir uns einfach ausgetauscht. Ich habe aber selbst gemerkt, okay, Ferry und ich hatten eine krasse Verbindung und es wäre nicht so eine gute Idee, wenn wir uns jetzt häufiger so freundschaftlich sehen. Deswegen haben wir uns seitdem auch kein einziges Mal mehr gesehen. Auch als Devin und ich dann so gemerkt haben, okay, der Vibe ist vielleicht nicht mehr ganz so da. Naja, auf jeden Fall haben wir da, glaube ich, auch so einen Druck verspürt. Man ist so direkt voll drinnen. Man sagt auch, ich liebe dich. Und dann ist es irgendwie sofort so ernst und da ist ganz viel Druck da. Und dann hatten wir so für uns entschieden, okay, wir lassen das jetzt erstmal so ein bisschen auslaufen, schauen einfach mal, wie wir uns so fühlen, hatten aber immer Kontakt und immer, wenn wir gevideocallt haben, war ich auch so, ich würde ihn am liebsten wieder küssen, so ungefähr. Besonders als die Ausstrahlung dann losging und die Emotionen dann auch wieder hochkamen. Also ich habe währenddessen auch Tagebuch geschrieben, als ich dort war. Und da habe ich extrem cute Sachen auch immer über Devin geschrieben. Und auch nach dem Finale noch, also war ich auch direkt so 2 Wochen danach, ich bin so in love und das ist mega schön. Also da kam das dann wieder so ein bisschen hoch und wir haben da auch immer regelmäßig drüber geredet und uns dann letztens auch nochmal gesehen und uns auch wieder angenähert. Also es ist auf jeden Fall da auch noch nicht zu Ende gewesen. Ja. Und momentan sind wir so, dass wir sagen, wir würden uns voll gerne einfach mal ganz normal daten. Also jetzt so, wenn wir können, auch einfach mal rausgehen und ganz normal sich kennenlernen, nochmal auf eine andere Art und Weise Sachen zusammen unternehmen. Und darauf freue ich mich gerade auch richtig. Und wir sehen uns zum Beispiel heute auch wieder. Und ja, ich glaube, also ich möchte dem Ganzen eine Chance nochmal so geben, auch wenn es da Komplikationen gibt. Aber es ist auf jeden Fall nicht irgendwie abgeschlossen für mich, auch gefühlstechnisch. Okay, das war jetzt ist, sehr lange, aber... Das hat ja ganz viel Erklärungen bedarf. Ja, egal. Ja. Auf alle Fälle klingt das irgendwie alles relativ nachvollziehbar. Ja. Also ich glaube, man romantisiert das auch immer so und denkt sich so, die haben da jetzt so eine krasse Love Story gehabt und dann muss es doch funktionieren. Aber ich glaube, es ist nicht so easy mit so einem Format und auch nach so einem Format das direkt so weiterzuführen. Man lernt sich nochmal einfach neu kennen. Ich habe Devin nochmal neu kennengelernt. Also das Bild, was ich von ihm da so hatte, war schon nur ein bisschen ein anderes. Ja. Aber ich habe da die Hoffnung auf jeden Fall nicht aufgegeben und ja. Richtig schön. Ja. Also ich finde auch so, dass Devin gewonnen hat, war und auch dass Ferry im Finale war, also dass die beiden im Finale waren. Ich hätte mir natürlich irgendwie auch eine Frau gewünscht. Ich auch. Was ich halt so schön fand, dass die zwei im Finale waren, die eigentlich so gar nicht in dieses stereotypische, aufgepumpte Macker-Männer-Ideal passen, sondern die dich überzeugt haben auf einer ganz anderen Ebene. Ja, genau. Also ich würde auch sagen, ich bin bei einer Partnersuche auch echt nicht so oberflächlich oder so.
Klar, sage ich auch so richtig aufgepumpt, gefällt mir auch einfach nicht. Aber ja, wenn jetzt so ein Markus oder ein Martin vom Charakter her passt, dann wäre das ja auch voll fein. Ja. Ich hoffe, dass ihr das findet, was ihr euch wünscht und dass es vielleicht ja nochmal irgendwie was wird. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Voll. Also no pressure. Genau, den wollen wir hier rausnehmen. Aber ja, also ist auf jeden Fall noch sehr viel Zuneigung, die ich ihm gegenüber immer so empfinde. Ja, ja, das ist richtig schön. Deine Augen strahlen auch richtig doll. Und ja, ich bin gespannt auf den Podcast mit ihm, was ihr dann nochmal so raushauen werdet. Und das mit dem Rauchen, by the way, Stella. Ich habe das, ich habe das auch in meiner Reaction gesagt. Ich so, ey, wenn man so was aufhören will für eine andere Person, geht meistens nach hinten los. Wenn es nicht klappt, fühlt sich nämlich die andere Person angegriffen. Ganz genau. Und das muss man eigentlich, muss man ein bisschen ablegen. Ja. Das Ding ist leider auch, also die Zuschauer sehen ja so, er sagt zu mir, er raucht gelegentlich und dann wird es so ins Lächerliche gezogen, dass oder Raucher das ja immer so sagen. Ja. Aber für mich war es wirklich so, dass er gelegentlich raucht und das heißt beim Feiern mal, wenn man ein bisschen was trinkt, dass man dann raucht. Und dann habe ich irgendwann erst festgestellt, das stimmt gar nicht, der raucht eben halt auch so und ich wusste auch nie, wie viel. Also da muss man, glaube ich, auch nochmal so mich verstehen, dass ich natürlich nicht sehe, dass er dann im Interview sagt, zwinkernd. Klar. Also das war für mich dann auch erstmal so krass, dass der zu mir gelegentlich sagt und dann ist er eigentlich ein ganz normaler Raucher. Ja. Und dann fällt es ihm auch noch schwer, jetzt für mich aufzuhören. Also ich kann es verstehen. Ich kann es voll verstehen. Ja, echt schwierig. Weil du das ja angebracht hast, dass du das nicht magst und das klar, da so ein bisschen anders verkauft würde, als es am Ende ist. Ja. Und dann muss man natürlich überlegen, ob man damit halt klarkommt oder nicht. Ja, genau. Wir haben irgendwann mal drüber gejoked, dass wir dann bei einer Wiedersehensshow, die es jetzt ja gar nicht gibt. So schade. So schade, dass wir dann so sagen, ja, Devin hat nicht aufgehört zu rauchen, aber Stella raucht dafür jetzt. Und damit ist das Problem gelöst. Ja, das wäre tatsächlich der Weg, aber don't do it. Nee. Am Ende nochmal, um es mit einem Kompliment zu schließen. Ich finde, du hast deinen Job als Bachelorette wirklich gut gemacht. Dankeschön. Ja, danke Stella, dass du da warst. Sehr, sehr gerne. Also es war ein cooles Gespräch und ich hoffe, dass die Leute jetzt so ein bisschen nachvollziehen, wie das für mich eben auch war, die Zeit. Voll. Danke, dass du uns daran hast teilhaben lassen. Falls ihr Stella irgendwie noch begleiten wollt, dann könnt ihr gerne auf Instagram vorbeischauen. Ja. TikTok wahrscheinlich auch. Ja, sogar YouTube sogar auch, ne? Ja, habe ich auch gesehen. Ja, mit den Reactions mit deinen Eltern. Ja. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder. Vielen Dank, Stella. Sehr gerne. Und bis dahin. Tschüss. Bis dann.